mit Herz und Seele seit fast 10 Jahren und wollte hier das erste Mal Lolita Fashion auf die Bühne bringen. Es haben sich sehr viele tolle Models bei uns gemeldet. Sie haben alle ihre Outfits selbst zusammengestellt und bringen dadurch auch ihre eigene Persönlichkeit und die Individualität zum Vorschein. Und wichtig ist zu wissen, für die, die Lolita Fashion noch nicht kennen, es ist ein Japanese Street Fashion Style, der sich abgrenzt vom Cosplay. Also man stellt keine Anime-Figur oder Manga-Figur dar, sondern ja, man selbst einfach in schöner Kleidung. Genau, ich hoffe, die Models sind dann jetzt soweit. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Spaß. Wir haben ganz viele tolle Outfits mitgebracht. Wenn es die Zeit am Ende zulässt, können wir mit euch noch ein Q&A machen. Das kommt aber darauf an, ob wir die Zeit dann noch haben. Genau, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und lasst euch von unseren schönen Outfits verzaubern. Thank you.
gefallen. Dankeschön, das ist euer Applaus. Ihr seht alle toll aus und habt es so super gemacht. Genau. Wir könnten jetzt noch ein paar Fragen beantworten, wenn es aus dem Publikum Fragen gibt, die ihr stellen möchtet. Okay, dann fangen wir mal mit dir an. Magst du es mir einmal sagen? Willst du einmal sagen? Eli, eine Frage an dich. Sie interessiert mehrere Leute. Woher hast du diese Ente? Die habe ich von einem Taobao-Shop. Ich glaube, das ist auch so eine massenproduzierte Ente. Und ich habe die ein bisschen beschmückt mit so AP-abnehmbaren Broschen. Aber ja, die gibt's ganz oft. Vielleicht gibt es die auch auf AliExpress oder so. Holt euch alle die Ente, I guess. Gibt es noch eine Frage von einem von euch? Alles klar, alle kennen nur Lieder, oder? Du hast noch eine Frage. Kannst du kurz ein Stück hier rankommen? Dann kannst du sie mir sagen. Warum ihr alle so hübsch aussieht. Ein Applaus für euch, ja. Wir können die Frage ja mal ein bisschen umstellen. Und zwar wird man auch oft gefragt, warum man das trägt oder was das einem gibt, wenn man das trägt. Und ja, möchte das jemand von euch vielleicht beantworten, warum ihr das tragt oder was ihr an Lolita Mode mögt? Ihr könnt ja kurz in euch gehen. Anaïs möchte was sagen. Ich mag es einfach, meine Persönlichkeit mit meiner Bekleidung ausdrücken zu können. Das ist wie ein Kunstwerk, was man die ganze Zeit am Körper hat. Großes Nicken. Gibt es noch jemand, der vielleicht eine Frage stellen möchte? Gibst du mal? Der Zauber ist zerstört. Wie teuer ist so ein Outfit? Wie teuer so ein Kleid ist? Okay, da können wir vielleicht ein paar verschiedene Lolitas befragen, weil ich glaube, die Preisrange ist sehr unterschiedlich. Wer möchte das beantworten? Möchtest du vielleicht sagen? Also es gibt bei Lolita verschiedene Preissegmente. Es gibt zwar quasi No-Name, No-Brands quasi und halt die Lolita-It-Marken, wenn man so möchte. Sowas wie Angelic Pretty, Baby the Star Shine Bright und Innocent World, um die drei größten Lolita-Bereiche auch abzudecken. Sweet Lolita, Classic Lolita und ein bisschen für Gothic Lolita ist, jetzt muss ich es gucken, Moi Men Mortier. Das ist wirklich hauptsächlich Gothic. Und es gibt jetzt auch seit einigen Jahren schon Indie-Brands, die sind eher so Richtung Chinesisch. Es gibt allerdings auch europäische Brands, die jetzt im Kommen sind. Preissegment ist, würde ich grob sagen, ab 80 Euro für die Indie-Brands bis zu, da gibt es eigentlich keinen Raum nach oben. Es gibt so Special Editions zum Beispiel von Angelic Pretty, da kannst du schon 3, 5, 10.000 Euro für zahlen. Aber so jetzt hier auf der Bühne so das teuerste zwischen 3 bis 400 Euro. Möchtest du noch was sagen? Ja, es gibt doch welche, die diese Sachen selber machen. Ja, ich mache zum Beispiel auch öfters Accessoires selber, weil die dann passend sind und man nicht schlecht bekommt. Haben wir denn ein selbstgenähtes Kleid hier? Ein Rock. Ja, mit Bluse. Auch selbst gemacht? Dann zeig auch nochmal. Kann man schon gut machen, wenn man keine zwei linken Hände hat. Möchtet ihr vielleicht über die Outfits noch was wissen? Soll ein Model mal etwas über das Outfit erzählen? Oder möchtest du noch was wissen? Ja? Auch eine sehr häufig gestellte Frage von anderen Q&As, die ich kenne. Was tragt ihr, wenn ihr nicht Lolita tragt und arbeiten geht oder
ja, irgendwas anderes macht. Was tragt ihr dann? Möchtest du nochmal antworten? Ja, Jeans und T-Shirt, weil es am praktischsten ist. Leider, weil es am schnellsten geht und am praktischsten ist. Aber wenn ich irgendwo zu feiern oder wenn ich irgendwo weggehe, dann am liebsten Röcke und sowas, halt Blüteartiges auch, ja. Und wenn ich auf Konz gehe. Und du möchtest noch was sagen? Ich trage genau dasselbe, aber mit einer bunten Pastell-Jogginghose. Oh, das ist auch gut. Ich würde sonst einfach mal ein paar Models fragen, was sie für ein Outfit tragen, was das Thema ihres Outfits ist, weil das Thema der Max ist ja Max-Pedition und alle Models haben sich tatsächlich nach dem Thema gerichtet. Und ja, dann würde ich mal vielleicht mit Canon anfangen. Was hast du dir bei deinem Outfit gedacht? Also mein Print ist ja ein bisschen wie Alice im Wunderland, also auch eine Art Expedition, nur eben mit Häschen anstatt Menschen. Und genau, ich habe mir dann das Thema Prinzessin gemacht, wegen diesen Ärmeln und eine Satellitenschüssel, damit ich auch immer empfangen habe, auch im Dschungel. Ja, weil wir sehen hier auch viele verschiedene Dinge, die man mit Lolita kombinieren kann. Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, das zu individualisieren. Wie Canon gerade schon meinte, gibt es als Headpiece, das, was man auf dem Kopf trägt, ist das Bonnet. Wir haben aber auch solche Lace-Headpieces, die man einfach flach auf dem Kopf trägt. Oder ganz klassisch wie hier eine Headbow. Was haben wir noch? Eine Flower Crown. Flower Crowns sind auch sehr, sehr beliebt, um das mit Lolita zu kombinieren. Und aber wir haben auch Tierohren. Hier zum Beispiel haben wir einen Bär. Was ist das Thema von deinem Outfit? Ich habe quasi einfach so ein Winnie Pooh inspiriertes Outfit gemacht. Man kann also Crossover machen quasi, dass es nicht offensichtlich ist, aber halt angelehnt. Deswegen gelb für Winnie Poohs Hauptfarbe, ein bisschen rot für sein Shirt, das er immer trägt. Nochmal, um es deutlich zu machen, die Tasche. Sehr schön. Und wir haben hier nochmal Bärohren. Was hast du denn für ein Outfit an? Ein bisschen offensichtlicher mit dem Bär. Also wie man sieht, es gibt auch sehr viele verschiedene Motive. Wir haben hier zum Beispiel Bären drauf, hier haben wir Pflanzen, hier haben wir Enten, hier ist das Unterwasserthema. Es gibt aber auch Themen wie Zirkus. Oder auch da vorne haben wir auch ein sehr schönes Kleid von dem Brand Baby the Stars Shine Bright. Und das stellt die typischen Figuren der Märkte dar, die Maskottchen. Das ist unter anderem dieser Bär, der hier drauf zu sehen ist. Das ist der Kuma Kunya. Genau, das stellt sozusagen eigentlich ein Traumland dar, oder? Was ist dein Outfit? Also ich habe mich sehr stark an meinem an Yumi Kawaii inspiriert. Das trage ich in meiner Freizeit auch. Also sehr träumerische Motive. Und ich habe dann halt die Elemente, die hier auf dem Kleid sind, in meinem ganzen Outfit mit eingeplant. Also Sternchen und habe dann noch das Häschen dazu, um ja, mit den Tieren, die hier drauf abgebildet sind, noch ein paar Elemente dazu zu fügen. Also halt einfach eine Traumwelt mit ganz vielen verschiedenen Plüschtieren. Sehr schön. Ja, was alle von den Kleidern gemeinsam haben, ist die Silhouette. Wie ihr seht, die Kleider sind ausgestellt. Das liegt daran, dass alle einen Petticoat tragen. Da gibt es unter anderem, das sieht man bei dir sehr schön gerade, es gibt den Bell-Shape-Petticoat, der sieht aus wie eine Glocke, gewölbt. Und dann haben wir aber auch hier, bei dir ist so ein bisschen A-Line. Aber hier sieht man es auch noch ein bisschen, wenn es so quasi eher so spitz, so gerade ausgestellt ist, ist das dann eine A-Line-Form, also wie ein A. Genau, das ist auch sehr, sehr typisch und steht eigentlich für diesen Stil, weil ohne die typischen Merkmale wie ein Headpiece, eine Bluse, ein Petticoat, ist das Outfit einfach nicht vollständig. Genau, hat noch jemand eine Frage? Ja. Das kann sie dir nicht beantworten, das muss ich dir beantworten, weil das ist meine, die habe ich ihr nur geliehen heute für die Fashion Show, weil ihr Kleid einfach super zu diesem Hasen passt und sie auch Hasenohren trägt. Also nicht nur Bären sind ein sehr beliebtes Thema, sondern auch Hasen. Und die habe ich im Harajuku Closet Hamburg gekauft. Das ist ein Ableger vom J-Store, den es ja hier auch in Berlin gibt. Und in Hamburg gibt es das Harajuku Closet, was unter anderem auch Lolita Mode und andere J-Fashion-Stile vertreibt. Und da habe ich das auf einem Event gekauft in diesem Sommer, wo ich auch gemodelt habe. Die haben auch eine Fashion-Show organisiert. Genau. Da gibt es dann noch eine Frage.
sehr interessante Frage. Was ist das absolute Must-Have? Was muss es haben? Die Ente. Nee, der Patty. Also die meisten Kleider brauchen halt einen Petticoat. Es gibt zwar Ausnahmen, die auch Brands gemacht haben, zum Beispiel bei Miniskirts, aber die haben im Grunde dann auch so einen eingebauten Patty. Und ja, Petticoat für den Puff, das ist eigentlich schon ganz wichtig. Genau, und dann war noch die zweite Frage dazu. Was ist ein absolutes No-Go? Was darf man auf gar keinen Fall tun, wenn man Lolita-Mode tragen möchte? Fällt euch da was ein? Kano hat eine Idee. Ich habe gleich zwei Sachen. Einmal billige Stoffe, billige Spitze, wo man sofort sieht, es könnte eigentlich eher aus dem Fasching-Store kommen. Und zweitens Miniröcke. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den sie hier anspricht, weil wie ihr seht, die Kleider gehen immer ungefähr bis zum Knie. Das ist auch ein sehr typisches Merkmal der Lolita-Mode. Nicht nur die Form des Rocks, auch die Länge des Rocks spielt eine sehr wichtige Rolle. Weil wenn der Rock zu kurz ist, kann man nicht mehr wirklich ein Patty drunter tragen, weil man sonst alles sehen würde. Genau. Ja, möchte dazu noch einmal was sagen? Man sollte auf hochwertige Stoffe achten, dass es nicht zu kostümlich aussieht. Es wird erst unten, Headpiece gehört für mich, also ein Kopfschmuck gehört für mich immer dazu, weil das Outfit komplett macht. Ja. Genau, ja, das hatten wir auch schon gesagt. Da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Variationen, die ihr hier auch seht. Was auch sehr interessant ist, ist das Headpiece von Eli tatsächlich, weil das so ein halber Hut ist, so ein Schirmhut oder wie nennt man das? Das ist quasi ein Visor, der wurde letztes Jahr von AP, Angelic Pretty, zum ersten Mal rausgebracht und das war so ein Mega-Hit. Ich habe den eigentlich gar nicht kaufen können. Ich habe irgendwie so 8 Versuche gehabt, alles gescheitert, totales Blutbad. Ich habe den dann Secondhand ersteigert. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Da können wir gleich zum nächsten Thema kommen. Lolita Fashion ist kein Fast Fashion. Wie schon gesagt, sind die Kleider auch sehr teuer, zum Teil 200-300 Euro, ist natürlich nicht wenig Geld. Deswegen werden die Kleider Secondhand gehandelt. Also es werden teilweise Kleider, die 10 Jahre alt sind, für sehr viel Geld gehandelt, einfach weil sie seltener geworden sind, besonders wenn sie in gutem Zustand sind. Da gibt es dann extra Seiten für, wo man diese Kleider dann kaufen und auch verkaufen kann. Wer hat Empfehlung für Secondhand-Seiten? Lacemarket.us zum Beispiel, das ist die Seite für Secondhand-Lolita-Mode. Lacemarket.us ist die Seite, wo man Sachen, wie, quasi Lolita-Ebay, sagen wir immer, da kann man alles kaufen und verkaufen, was es so gibt. Gibt es auch deutsche? Ich würde Klosset-Scheid und Wunderwelt sagen, das ist nichts. Ja, das sind japanische Seiten, die auch Secondhand verkaufen, Closetscheid und Wunderwelt. Ein deutsches hatte ich schon genannt, das ist aber zum Neukaufen, ist das Harajuku Closet. Kennt ihr vielleicht Indie-Label, die in Europa sitzen? Ladies Love is a German brand, Polish brand, so it's here from Europe, so it's easier to buy from them. I think there are many other Lolita brands here in Europe, I just don't recall the names. Auch von Spanien, Violet Fane heißt das. Violet Fane zum Beispiel sitzt in Spanien. Genau, das andere war aus Polen. Es gibt auch eine Lolita-Marke aus der Schweiz, das ist Fluffy Tory. Die gibt es zum Beispiel auch noch, da kann man dann aber quasi neu kaufen. Genau. Ach, oh, Entschuldigung. Eine deutsche Marke wäre zum Beispiel Breeding Unicorns. Ich weiß nicht, wie aktiv sie noch ist. Aber Melissa Lee, die ist in Berlin. Ein heißer Tipp für euch, wenn ihr euch nach Lolita-Mode umschauen wollt. Genau, gibt es noch jemanden, der eine Frage hat an die Models? Ah, hier vorne noch, ja. Nochmal eine Frage an dich, Anaïs. Wo hast du dein Kleid her? Ah, mein Kleid ist tatsächlich ein Tabau-Kleid. Ist schon ein paar Jährchen alt, aber es hat irgendwie 40 Euro gekostet und ich bin mir sicher, dass man es noch finden kann. Ja, das ist auch ein guter Tipp, was auch Edi schon sagte, Taobao, da kann man halt diese chinesischen Indie-Brands auch unter anderem kaufen, die dann nicht so teuer sind wie diese High-End Japanese Fashion-Marken. Genau. So,
jetzt noch eine Frage? Was sagt ihr zu Frisuren in Lolita? Wie wichtig sind offene Haare? Weil wir haben ja hier zum Beispiel, kannst du einmal zeigen, was dein Haarstil, ein bisschen zur Seite. Sie hat zum Beispiel keine offenen Haare. Sie hat Twin Tails. Du hast, was hast du? Magst du einmal zeigen? Du hast Space Buns. Genau, was haben wir noch? Sie hat auch zum Beispiel Twin Tails hier. Aber würdet ihr sagen, dass offene Haare ein Muss sind? Zusammenpasst. Ich weiß nicht, hat jemand zum Beispiel hier, dass sich die Pinktöne nicht gegenseitig beißen oder dass sie hier quasi das Lavendel auch aufgefangen hat in dem Cardigan, was auch in dem Print vorkommt. Das sind alles so Sachen, so Feinabstimmungen, die ganz wichtig sind bei der Mode. Und dazu gehört unter anderem auch die Frisur, die einfach zum Outfit passen muss und dabei gibt es keine Verbote. Es gibt auch Lolitas, die tragen Bob oder auch ganz kurze Haare. Das ist alles möglich und da gibt es keine Beschränkung, solange man sich an die Basissilhouette hält. Gibt es noch eine Frage von euch an die Models? Okay, weil wenn dem nicht so ist, dann würde ich sagen, da ist noch eine Frage. Was? Von welcher Marke ist dein Kleid? Das Kleid? Das kommt aus Taobao. Also Taobao Indie Brand, aber ich bin nicht die Namen von die Brand. Das ist Taobao. Ich erinnere mich gar nicht, was die Marke heißt, weil es ist nicht auf meine Sprache. Also sie weiß die Marke nicht mehr, aber sie hat es auf Taobao gekauft. Genau. Gibt es noch eine Frage? Eine gute Frage, die du vielleicht beantworten kannst. Es geht nämlich um Selbstgeschneidertes. Kennst du Ressourcen, wo man das finden kann, wie man das macht? Also wie man es macht? Am Ende des Tages habe ich mir die Kleider angeschaut, die ich zu Hause habe und habe dann Freestyle irgendwie selber gemacht. Die Stoffe sehr unterschiedlich. Online, Stoffläden, alles. Also ich habe wirklich alles mal abgegrast. Also ja, ich hoffe, ich beantworte die Frage. Ja? Es gibt auch Tutorials im Internet oder auch in Zeitschriften, in japanischen Zeitschriften kann man Tutorials springen, ja. Vielleicht dann mal online nach Schnittmustern quasi suchen. Gibt's da noch? Anna, ich sag noch was. Es gibt Magazine, die heißen Otomo no Sewing. Und manchmal in Gothic Lolita Bibles gibt es auch noch Pattern Pieces. Also wenn man danach sucht, kann man es finden. Otomo no Sewing kann man halt jetzt noch neue, glaube ich, kaufen. Auch wenn die nicht so oft rauskommen. Und ansonsten kann man auch Gebrauchte kaufen, eigentlich. Da sind meistens auch Tutorials drin, wie man die Sachen machen kann. Okay. Ja, du hast noch eine Frage? Sie hat einen Tipp für dich, sie hat was gefunden. Dann kann sie dir vielleicht weiterhelfen. Hat jemand noch eine Frage an die Models? Weil wenn dem nicht so ist, da hinten, kannst du einmal nach vorne kommen, bitte? Oder meiner Kollegin das sagen? Über mein Outfit, ja. Also bei meinem Outfit habe ich mir dieses Mal tatsächlich ganz so gedacht, weil ich habe die ganze Zeit im CTM gearbeitet und habe mein Outfit heute Morgen relativ schnell zusammengeworfen. Aber ich habe das Thema Expedition in Form von Flaggen umgesetzt, weil ich dachte, okay, wenn Leute auf Expedition gehen und irgendwo auf den Berg gehen, dann hauen die da eine Flagge rein und sagen so, wir waren hier oder so. Genau, und ich liebe das Thema mit Pferden. Ich habe super viele Kleider, wo Pferde drauf sind und deswegen war das Kleid für mich ein absolutes Must-Have und habe
halt das Blau in dem Kleid aufgefangen, in der Bluse und in meinem Headpiece, um das noch ein bisschen stärker rauszubringen, weil ich habe dazu noch eine helle Bluse, aber die geht leider ein bisschen unter in dem ganzen Beige, um dem Ganzen noch ein Farbtupfer zu geben. Und das findet sich auch in den Socken wieder. Das ist auch noch ein interessanter Punkt. Legwear, also Socken, Strumpfhosen sind auch ein absolutes Muss. Das in irgendeiner Form sollte man schon ein Legwear tragen. Was haben wir hier so? Also wir haben hier zum Beispiel Strumpfhosen mit Crew Socks. Das ist eine sehr beliebte Kombination. Wir haben Schokoladenstrümpfe. Hier haben wir auch nochmal Crew Socks. Man darf schon das Bein sehen, aber wenn man natürlich noch Crew Socks trägt, ist das sehr niedlich. Hier haben wir zum Beispiel gestreifte Socken. Hier, deine Strumpfhose ist auch sehr interessant. Vielleicht kannst du mal ein Stück vorkommen. Sie hat eine sehr schöne Strumpfhose mit einem Meeresprint drauf. Und so finden sich die Themen der Kleider in den ganzen Outfits der Models eigentlich wieder. Genau, haben wir noch irgendwas? Du hast auch zum Beispiel Crew Socks an. Genau. Es gibt auch ganze, also die japanischen Modelabels bringen meistens auch sowas wie Sets raus, wo dann alles zusammenpasst. Wie zum Beispiel bei dir ist das der Fall. Die Socken sind genau die Socken, die zu diesem Kleid quasi rausgebracht wurden. Und das ist bei Luditas auch sehr, sehr beliebt, dass man zwar auch Sachen mixed and matched, aber manche tragen auch einfach dann quasi das ganze Set vom Kopf bis Fuß, weil es dann einfach alles schon abgestimmt ist. Genau, ja, dann haben wir schon sehr viele Fragen beantwortet. Gibt es noch eine Frage? Ich glaube, wir haben noch kurz Zeit. Besitzt jemand von euch Ruhe, Plateauschuhe und kann einen Tipp geben, wo es die gibt? Zum Beispiel? Die habe ich bei Amazon gekauft. Okay, aber bitte keine Kleider von Amazon kaufen. Keine Kleider von Amazon, bitte. Aber man kann unter anderem Schuhe dort kaufen anscheinend. Ja. Auch Reseller aus China und findet sicherlich auch bei Taobao oder ähnlichem oder bei eBay und so. Einfach Mary Janes eingeben, das sind so Schneidenschuhe und Plattformen. Du noch was sagen dazu? Also die chinesische Indie-Brand Modo, die hat auch richtig gute Plateauschuhe. Oh, sie trägt diese Schuhe sogar. Die sind von diesem Label, was gerade genannt wurde. Und was wir dann vielleicht nochmal zeigen können, ist auch ein paar von Schuhen, was sehr, sehr beliebt ist, aber was jetzt gerade nicht so viel getragen wird. Magst du vielleicht deine Schuhe nochmal zeigen? Das sind Rocking Horse Shoes, die sind auch sehr, sehr beliebt in der Mode. Die haben auch einen hohen Plateauabsatz und die kann man, glaube ich, unter anderem bei Bodyline kaufen noch, ne? Ah. Ja, die sind auch von Bodyline. Wenn man Glück hat, kann man die auch bei Vinted manchmal bekommen, wenn man weiß, wonach man sucht. Genau, also das wären auch nochmal Plateauschuhe, die quasi auch sehr passend zu dieser Mode wären, die eigentlich dazu gehören. Was aber auch interessant ist, bei dir... Und zwar deine Schuhe, weil in letzter Zeit werden die Regeln auch ein bisschen lockerer. Und sie trägt zum Beispiel dekorierte Sneakers, die auch passend zu ihrem Outfit sind. Also man sieht, man kann sich in der Mode sehr, sehr doll ausleben und eigentlich, ja, sich kreativ, fange ich nochmal das auf, was am Anfang gesagt wurde, man kann sich kreativ wie an einem Kunstwerk eigentlich auch ein bisschen ausleben und ja, den Leuten zeigen, wer man ist. Ich glaube, dass... Könnte man so unterschreiben. Was fasst das gut zusammen? Dankeschön. Gut, dann hoffe ich sehr, dass euch die Modenschau gefallen hat. Ich danke euch ganz doll für die Fragen. Ja, und wünsche euch dann noch eine schöne Zeit auf der MAX. Und dann würde ich sagen, wir gehen dann mal runter.